Okay, hier kann ich nochmal speichern. Oh, warte mal. Kann ich diese Steintafel lesen? Anordnung. Aufgrund des immer noch anhaltenden Mangels an Frischblut werden die Blutrationen ab sofort nur noch wöchentlich ausgegeben. Xellrahmen. Ach je. Okay, hier sind 5 Stück. Was haben die hier mit den Leuten angestellt? Ausgesaugt, Granny. Seht euch doch nur die Wunden an, die den Körper dieses Wesens übersehen. Kennen diese Kreaturen denn überhaupt keinen Erbarmen? Bei den Göttern, sie sind noch am Leben. Die Blutsauger verwenden sie wohl schon seit Jahren als Nahrungsquelle. Granny, es gibt nichts, was wir für diese armen Menschen tun können. Ihr Blut ist auf alle Zeiten vergiftet. Wenn sie sterben, werden sie wieder auferstehen als Vampire. Und sie werden nicht weniger gnadenlos sein als jene, die sie hier gequält haben. Wenn wir sie erlösen wollen, müssen wir sie töten, Granny. Das ist ihre einzige Chance. Aber dazu bedarf es eines geweihten Flocks. Und den haben wir nicht. Oh je, die Ärmsten. Aber die Frage ist, wo ist der Hauptmann? Ah, hier unten. Ich habe Schreie gehört. Was geht hier vor? Wir haben ein Problem. Wir sollen Hauptmann Knurrgans Wolfsring erbetteln. Was müssen wir tun, um euch dazu zu bewegen, ihn uns zu überlassen? Versucht bloß nicht, mich zum Narren zu halten. Raus mit der Sprache. Was treibt ihr hier? Ihr habt die Schreie eurer Schergen gehört, Xellrahm, als sie zur Hölle gefahren sind. Schön. Ich werde meine Fangzähne an euren Eingeweiden säubern. Na, wollen wir doch mal sehen. Hallo, Xellrahm. Wenn ihr euch einfach so alle in den Weg stellt. Selber schuld, wenn wir dann einfach mal euch alle platt machen. Gut, nehmen wir das Stoßgebiet. Natarius. Wobei, du kannst noch angreifen. Mit dem Tanz der Sonne. Libra kann die Heilung übernehmen. Na, sehr schön. Leicht direkt einen kritischen Treffer. Aber er greift direkt alle an, natürlich. Okay, dann würde ich sagen, eine Eilheilung auf jeden Fall. Tarius, Tanz der Sonne. Was mache ich mit jetzt, Libra? Angreifen. Okay, Tarius blutet. Nicht gut. So, Libra. Du bist für die Heilung aktuell zuständig. Das war bitter. Okay, jetzt ist Dankwart am Bluten. Er ist immer noch nicht kaputt. Jetzt geht's wieder auf alle. Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich muss gleich zu Plan B greifen. Ich habe gar nichts mehr. Scheiße. Dankwart, du kriegst einen Magietrank. Der ist immer noch nicht platt. Gut, dann war es nicht verkehrt, dass ich Dankwart das gegeben habe. Die anderen können gerade echt nur ganz normal angreifen. Immer noch nicht. Und dabei mache ich schon enorm Schaden. 2 kritische Treffer und er gibt nicht klein bei. Libra hat es erwischt. Okay, dich holen wir zurück.
Dem konnte er ausweichen, ich glaub's ja nicht. Libra hat nicht lange gelebt. Ich hätte noch ein paar Riechsalze, die ich jetzt erstmal verbraten würde. Ah, ihr versteht euer Handwerk. Es ist Zeit, mich zu verabschieden. Eure Anwesenheit dürfte den Herzog brennend interessieren. Okay. Du darfst nicht davon gehen, sonst habe ich ein Problem. Das heißt, ich werde jetzt noch ein Stoßgebet auf dich schicken. Okay, Libra, heil dich. Nein, er ist davon gelaufen. Lebt wohl, solange ihr noch könnt. Bleib hier. Du entkommst uns nicht. Wir kriegen dich. Noch sind wir ihn auf den Fersen. Oh shit. Ich erledige das. Erwischt. Hervorragende Arbeit, Libra. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Trotzdem sollten wir nicht übermütig werden. Xelram wird nicht lange brauchen, um sich von diesem Schlag zu erholen. Die Zeit drängt. Oh je. Aber immerhin konnten wir ihn erledigen. Das heißt doch noch keine Probleme, aber hier sind neue Bilder. Hoi, hoi, hoi. Da kriege ich aber Angst. Was ist das jetzt wieder? Glaubt mir, Granny. Euer Leben ist schöner ohne dieses Wissen. Findest du? Noch ein Vampirfürst. Ich glaube, ihr täuscht euch. Ich denke, das hier ist das Porträt eines berühmten Schauspielers. Christopher Lee oder so. Lasst mich raten. Er hat bevorzugt Vampirrollen übernommen. Wahrscheinlich ja weniger. Kennen wir das nicht schon? Ich bin mir nicht sicher. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Hier wäre nur eine Sackgasse. Wir müssen den Ring finden. Beeil dich mal schnell. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Muss er dann in seinem Schlafgemach irgendwo rumliegen? Vielleicht im Sarg? Da ist der Ring. Wolfsring gefunden. Gut, schnell weg. Aber den geweihten Flock habe ich ja noch nicht. Du willst da nicht wirklich raus, Granny, oder? Ich meine, ohne Verkleidung und so. Hoppla, gut, dass du mich daran erinnerst. Granny, wir haben keine Zeit für sowas. Ich wollte eigentlich nochmal speichern. Aber das bleibt mir wohl erstmal noch verwehrt. Das bringt nichts. Nee, das ist das Schloss, was ich ja nicht aufkriege. Dann müssen wir doch wieder zu diesem Wolfsrudel da oben. Und gucken, dass ich da jetzt... Ja. Dann den Befehl bekomme, da durchzudürfen. So. Wir haben dir gebracht, was du brauchst. Und habt ihr den Ring? Klar doch, war eigentlich kein großes Problem. Tatsächlich, ich muss zugeben, ich fange an, ein wenig von euch beeindruckt zu sein. Ja, danke. Könntet ihr jetzt vielleicht eure Leute anweisen, den Weg freizumachen? Wir sind etwas in Eile. Ich werde ein Schreiben an meine Leute aufsetzen, das euch freien Durchgang gewährt. Granny, beeilt euch, und es läuft die Zeit davon. Der Keller hat ja die Ruhe weg.
Wenn Xelram den Herzog alarmiert, sind wir ja geliefert. Ich weiß, aber wenn wir ihm jetzt noch mehr Dampf machen, überlegt er sich die Sache vielleicht doch noch anders. Hier, bitte. Ich wünsche da noch viel Spaß. Der Sieg hat einen Brief erhalten. Und jetzt raus hier. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt wenigstens da durch. Den Truhen werde ich ja eh nicht mitnehmen dürfen, leider. Schade eigentlich. Gut. Na, da geht's nicht lang. Oh. Hör auf zu trödeln, Grandy. Du bist gut, Libra. Der Speicherpunkt hier ist weg. Ich muss jetzt sozusagen hier noch lang gehen und dann schnell da hoch. Dann bin ich eigentlich da. So, dann lass mich durch. Ich habe das Schreiben. Kein Durchgang. Wohl, Durchgang. Wir haben eine Erlaubnis von deinem Hauptmann. Zeig mal her. Bitteschön. Und was steht da drin? Da steht drin, dass du uns durchlassen sollst, du Kretin. Erkennst du denn das Siegel deines Hauptmanns nicht? Ach ja, jetzt wo ihr das sagt, ihr dürft natürlich passieren. Perfekt. Wir haben es geschafft, durchzukommen. Oh, noch ein Gemälde. Das sieht aber böse aus. Ein weiteres Bild, das Maltur zeigt, den legendären Sohn des dunklen Gottes. An den Wachen sind wir jetzt erstmal vorbei, denke ich. Was kommt als nächstes auf uns zu, Dankwart? Wir sind gleich in meinem Laboratorium. Von dort aus gelangen wir direkt zu meinen früheren Privatgemächern. Ich denke, wir können uns die Maskerade ab sofort sparen. Wenn wir jemanden treffen, dann wahrscheinlich den Herzog persönlich. Und in diesem Fall ziehe ich es vor, kampfbereit zu sein. Da habt ihr sicher recht. Na dann, einmal umziehen. Immer die gleiche Themen. Langsam wird es langweilig. Naja, scheinbar sind diese Gemälde beliebt. Und ich habe sogar das Gerät, was der gute Dankwart benutzt hatte. Bitte seid sehr vorsichtig mit diesem Gerät. Das ist mein Schweblotron. Schweblotron? Eine weitere kleine Erfindung meinerseits. Der Schweblotron kehrt sozusagen die Gravitation um. Gravitation? Also das ist wirklich zu kompliziert, um es jetzt in vollen Umfängen zu erläutern. Konzentrieren wir uns lieber auf unsere Aufgabe. Okay, hast du wenigstens noch ein paar interessante Bücher? Physik versus Magie, kein Widerspruch. Die Physik der Naturgewalten. Das kleine Zauber 1x1. Okay, sehr interessante Bücher. Der Mensch und die Biologie, die Kraft der Natur, Chemie für Fortgeschrittene. Nanu, wie unpassend für ein Labor. Lauter Schauerromane von einem gewissen von Junz. Und wie sieht's hier noch aus? Lauter Bücher über Zeit, Astronomie und Himmelsmechanik. Ja, alles, was der gute Dankwart brauchte. Na, irgendwas noch im Abfalleimer? Nee. Verriegelt, da kommen wir nicht durch. Würde mich nicht wundern, wenn es die Tür ist, die wir von der anderen Seite da einmal gesehen haben. Ah ja. Was ist denn das für ein Blechhaufen? Das ist ein Energieumwandler. Eine bescheidene Erfindung meinerseits. War nicht böse gemeint, Dankwart. Was bewegt dieses Gerät denn? Ohne den Energieumwandler funktioniert in diesem Labor fast gar nichts. Die Geräte befinden sich alle auf dem neuesten Stand der Technik und benötigen eine Kombination aus magischen und herkömmlicher Energie. Aha. Und was genau? Einmal für Trottel bitte. Zuerst wird das Gerät mit Kohle befeuert und anschließend noch magisch aufgeladen zu werden. Die Kombination beider Kräfte erzeugt eine neuartige Form von Energie, die ich selbst erforscht habe und in Königsberg patentieren ließ. Die Dankwarzität klingt nach Hautkrankheit. Och, Grandy, habe Scherz lassen, aber spürbar nach in letzter Zeit. Allein die Dankwarzität ermöglicht eine konstant niedrige Energiezufuhr, die diese sensiblen Apparaturen über einen längeren Zeitraum in Gang hält.
Ein magisches Blitzgewitter, das eine ähnliche Form der Energie erzeugt, würde das ganze System überladen und außerdem viel zu schnell ausbrennen. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe euer System soweit kapiert. Okay. Meine Güte, was soll das nun schon wieder darstellen? Kaum zu glauben, Warnfried hat meinen Zeitwandler genommen und umgebaut. Ich erkenne die Maschine kaum wieder. Zeitwandler? Ja, ich habe euch doch von meinen Experimenten erzählt, mit denen ich versuchte, das menschliche Leben zu verlängern. Der Zeitenwandler diente dem Zweck, einen Körper aus der Vergangenheit mit dem gealterten Körper der gleichen Person verschmelzen zu lassen. Der Körper sollte auf diese Weise verjüngt werden, aber das war ein Irrweg. Ich musste feststellen, dass es nicht möglich ist, Materie zwischen den Zeiten zu bewegen. Man kann nur ein Abbild, ein Avatar, erschaffen. Darüber hinaus gab es noch andere Komplikationen, über die ich jetzt lieber nicht sprechen will. Ich will's gar nicht wissen, aber ihr habt doch gemeint, dass Warnfried die Maschine umgebaut hat. Könnt ihr auch sagen, was er verändert hat? Ihr meint, welchen Zweck der Apparat jetzt dient? Ich werde mir das Ganze mal näher ansehen. Hier kann man verschiedene Dinge einstellen. Diverse Regler für Zahlen, die sind nicht von mir eingebaut worden. Noch mehr Regler. Scheint sich um eine Art Koordinatensystem zu handeln. Natürlich. Grandy, das ist eine Zeitmaschine. Er hat mein Modell einfach umgepolt. Mit diesem Gerät ist es möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Langsam wird mir alles klar. Nachdem ihm bewusst wurde, dass er gegen euch und Libra keine Chance hatte, flüchtete er in seine Zeitmaschine. Er floh in die Vergangenheit und dort muss er irgendetwas getan haben, das letzten Endes verhinderte, dass ihr beide existieren konntet. Hä? Wie soll er das denn bitte angestellt haben? Ich weiß es nicht, Grandy. Er könnte euch als Kinder heimgesucht und umgebracht haben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wir sind doch hier, Dankwart. Wir leben. Die Welt lässt sich nicht so leicht ihre Kinder betrügen, Grandy. Die Ordnung der Dinge fand einen anderen Weg, euch am Leben zu erhalten. Allerdings hat euch dieser Blutsauger die schönsten Erinnerungen eures Lebens geraubt und dafür wird er bezahlen müssen. Können wir diese Maschine irgendwie gegen ihn einsetzen, Dankwart? Ansonsten sehe ich nämlich ziemlich schwarz für unsere Pläne. Warnfried ist uns mit seinen Leuten Hochhaus überlegen und es wird nicht lange dauern, bis sie uns aufspüren. Wenn sich Warnfried dieser Geräte bedienen konnte, um seinen Hals zu retten, dann können wir es auch. Aber wie? Dieser Blutsauger ist in die Vergangenheit gereist, um seinen Hals zu retten. Also gut, das können wir auch. Wir müssen nichts weiter tun, als diese Maschine in Gang zu setzen und all seine Untaten ungeschehen zu machen. Ich verstehe mich nicht auf diese Dinger. Mein Metier ist die Schwertkunst, aber wenn ihr meint, dass das die Lösung für alles ist, dann werden wir dieses Gerät eben anwerfen und Warnfried damit ins Nirgendwo blasen. Ohne Energie funktioniert hier gar nichts. Na, so viel dazu. Und ich kann sogar hier hinter, okay. Hier hat man auch ein bisschen gepennt. Fehler Nummer 3. Das Ding funktioniert nicht. Kein Brennstoff! Kann ich hier hoch? Huibu! Mal wieder. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Warnfried scheint eine besondere Vorliebe dafür zu haben. Schon wieder ein Knast. Die Tür ist zu und auch kein Schloss zu erkennen. Dieser Korridor führt zum Uhrenturm. Ich fand es sinnvoll, bei meinen Experimenten mit der Zeit eine Uhr in der Nähe zu haben. Ich frage mich, was dort wichtig ist, dass Warnfried den Zugang verschlossen hat. Wir können es auch nicht rein zufällig aufbrechen, ne? Massiver Stahl. Nee. Keine Chance.
Gut, da muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich das Ding in Gang kriege, ne? Erstmal nochmal speichern. Ja gut, das funktioniert immer noch nicht. Ist nur blöd, weil wenn ich jetzt zurücklaufe, habe ich ein Problem, ne? Davon solltet ihr besser die Finger lassen. Okay. Ne, hier raus kann ich nicht. Das Ding bringt uns nicht weiter. Was ist hier? Leer. Sag mal, Dankwart. Mit der Kohle hier müssten wir doch eure Energiedingsbums antreiben können. Ihr habt meine Erklärung ja tatsächlich verstanden, Grandy. Ich bin mal wieder von euch überrascht. Kohle eingesackt. Gut, dann mal rein damit. Die Kiste ist geladen. Da müssen wir sie nur noch anfeuern. Tretet bitte einen Moment zur Seite, Grandy. Fast so gemütlich wie ein lauschiges Kaminfeuer. Okay, reicht das schon? Hervorragend! Ich habe die volle Kontrolle über die Maschine. Okay, und jetzt? Einfach hier? Nee? Irgendwas fehlt noch.